Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer 15344 und wir spielen Minecraft auf der PS4 nun weiter. So, bevor ich jetzt nun hier ja ziemlich viel komische Sachen mache, ich baue jetzt erstmal einen Amboss und dann machen wir erstmal die Schmiede fertig. So, bevor wir jetzt aber weiterhin eine Hütte in der Mine bauen, möchte ich nochmal kurz etwas loswerden und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja einige Zeit nicht zu erreichen. Also jetzt ab den 23.09. bin ich ja im Urlaub. Ich habe dazu auch ein Infovideo fertig gemacht. Wenn irgendjemand meine Let's Plays verfolgt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch da raufgehen würdet und euch, wie gesagt, auch ansehen würdet, was ich genau geschrieben habe. Nicht geschrieben, ich meine gesagt. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, in der Mine, suchen uns ein schönes Plätzchen aus, wo wir uns auch ja, unseren Traum von einer Minenhütte erfüllen können. Ich bin jetzt im Überlegen, wo wir das machen. Denn da müssen natürlich auch Rohstoffe sein. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt hier irgendwo. Und dann ist gut. Wie ihr seht, hier ist auch ein Skelett. So, erstmal will ich das bekämpfen. Wenn die Leute jetzt erst eingeschaltet haben sollten, dann würde ich euch empfehlen, meine letzten Parts auch anzusehen. Denn da haben wir auch eine Menge geschafft. Wir haben wirklich viel gebaut. Naja, viel ist relativ. Aber auf jeden Fall haben wir die Gegend erkundet und haben, wie gesagt, auch gelernt, was wir genau alles bauen können. Ich muss jetzt gerade gucken, ob wo hier ein guter Platz ist für ein Häuslein. Also da unten nicht, das muss ich schon oben machen. Warte, mache ich Fackeln mit? Ja. Bevor wir jetzt, wie gesagt, weitergehen, werde ich jetzt erstmal hier hinten das ausbauen und dann werden wir... Habe ich überhaupt Wolle mitgenommen? Ja, alles klar. So, wir machen jetzt erstmal hier unsere Hütte fertig. Sie soll natürlich auch gut in diesen Bild hier reinpassen. Ich werde jetzt erstmal... Oh, das Eisen, das können wir gleich noch mitnehmen. So, bevor wir jetzt hier wirklich... Oh nein, hier ist ein weiterer... Ja, wie ihr seht, es geht schon wieder ein bisschen was schief, aber... Ich werde jetzt versuchen, das hier schnell zu machen. Damit wir da halt was haben. Ich wollte eigentlich in den nächsten Parts gar nicht so viel bauen, aber wenn ich dann eben halt im Urlaub bin und dann auch der Umzug und so weiter ist, da möchte ich natürlich noch was bringen. So, wir werden jetzt, wie gesagt, das hier wegmachen. Oh, ich muss kurz pausieren, das hat gerade geklingelt, wartet mal bitte kurz. Ja, das tut mir jetzt leid, dass das passiert ist. Aber ich habe gerade ein Paket erhalten. Ich weiß noch gar nicht, was drin ist, aber ist auch egal. Jedenfalls, jetzt geht's weiter. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass es eine Unterbrechung gab. Und dann mache ich es hier gleich zu. So, wartet mal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Denn ich möchte natürlich auch hier... definitiv weiterkommen. Da es ja mit Holz sowieso zugekleidet wird, ist es eigentlich auch egal. Es ist ja auch nur eine Hütte in dem Sinne, also man muss ja jetzt nichts Ungewöhnliches bauen. So, wartet mal ganz kurz. So. Genau.
Das Eisen könnte ich aber auch da lassen. Also wir machen jetzt erstmal das hier fertig und dann werden wir mal sehen, wie viel Platz mir wirklich bleibt. Es ist ja auch nur eine kleine Hütte und jetzt nichts, was ja hier extrem viel Platz bedarf, sondern nur, dass wir hier eben halt was haben, um uns zurückzuziehen und eben halt, wenn irgendwas ansteht. Oh, ich glaube, das Holz wird nicht reichen. Wie viel habe ich denn? Also definitiv nicht mehr so viel. So, wartet mal. Das wird jetzt hier der Eingang zum Reinkommen. Ja. Es muss ja nicht vollständig aus Holz gekleidet sein. Sondern nur so weit, dass wir hier unsere Ruhe haben. Und dann ist es gut, würde ich mal sagen. Ja. Wäre eigentlich ideal. So, ich mache jetzt erstmal ein Bett. Ach nee, dafür brauche ich ja erstmal... ach verdammt, jetzt habe ich zwei davon. Aber was soll's. So, machen wir das jetzt hier. Dann brauche ich nochmal das. So, wir brauchen natürlich ein Bett. Und auch eine Tür. So. Ach verdammt, ich drücke mich heute hier irgendwie. Jo, wir machen jetzt hier hinten das Bett hin. Natürlich in der Nähe gleich ein paar Fackeln. Wir haben ja noch zwei Stück, die ich ja noch ein bisschen verteilen kann. So, wir machen das mal dahin. Und dann kommen hier unsere Tür oder unsere Türen. Wir machen eine Tür, oder? Bevor wir jetzt aber hier großartig was... Ja, ja, es war mir schon klar, dass das passiert. Aber zum Glück habe ich noch ein paar Werkzeuge hier. Also, ich mache doch mal das hier weg. So. Dann sieht man zwar die Hütte, aber mehr auch nicht. So. Nee, das sieht scheiße aus. Also mache ich das von draußen. Ah, ich glaube, so können wir das lassen. Dann werde ich jetzt noch einen Ofen bauen. Denn einen Ofen brauchen wir natürlich, um was zu kochen. Wir haben eine Truhe, glaube ich, oder? Habe ich keine Truhen mehr übrig? Ach, scheiße. So, dann haben wir noch zwei Truhen gefertigt. Und ich brauche jetzt auch eigentlich noch einen Ofen. So. Dann mache ich jetzt erstmal die Truhen hier irgendwo hin. Dann, wo wir auch irgendwie was, irgendwie Essen kochen können oder so. Das muss jetzt nicht besonders schick gleich am Anfang sein, ne? Das sollte schon mal klar sein. So, wir haben jetzt noch ein paar Sachen. Holz, eine Tür. Irgendwann kann ich ja das hier noch ja, erweitern, wenn man so will. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel. So. So ist es doch schon viel besser. So, wir haben jetzt eine Hütte, wir haben das. Und so ist schon mal gut. Jetzt brauche ich noch, na, sagt schon. Natürlich auch, Kohle. Warum macht denn der das nicht? Hm. Ja, super. Also ich habe jetzt hier keine Kohle. Das heißt also, ich kann jetzt hier nichts weiter machen.
Aber das sollte erstmal eigentlich ausreichen, was wir hier haben. Wir können das natürlich auch später noch irgendwie, ja, verändern. Aber wir haben hier, wie gesagt, unsere Mine. Wir können hier hinten weiter graben. Entweder nach unten oder so. Das kann ich jetzt auch gleich mal machen. Ich wollte eigentlich mal was anderes machen, außer die ganze Zeit bauen. Wie gesagt, die Hütte werde ich vielleicht noch irgendwie, ja, verkleiden. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade keine Idee, wie wir das machen können. Aber das werde ich schon noch machen. Das Problem ist natürlich, dass hier unten keine Bäume wachsen. Aber wartet mal. Eigentlich, wenn ich hier unten irgendwo Erde hinmachen würde. Nee, dann bräuchte ich Sonnenschein. Das geht nicht. Wartet mal, ich muss eine Reihe da noch hin. Ja, wir machen das hier noch weg. Denn hier wird Holz hingemacht. Oder nicht vollständig mit Holz gekleidet, sondern nur, ja, eine Wand. Und der Rest wird dann mit Pflasterstein gemacht. Weil wir gar nicht so viel Holz haben. So, wir machen das jetzt also so, dass wir hier hinten eben halt das mit Holz auskleiden. So, dann müssen wir natürlich noch eins zurück. Naja, ist ja auch egal, wie wir das jetzt hier machen. So. Und dann machen wir das jetzt mit dem Material hier fertig. Obwohl das... ist ja eigentlich auch egal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mir vorher auch nichts ausgedacht oder so. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Aber nun gut, damit müssen wir natürlich erstmal klarkommen. Oh. Ja, manchmal haben die eine komische Abfrage hier. So, machen wir das nämlich so. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Aber nun gut, können wir eigentlich schon mal schlafen? Ja, okay. Also wie ihr seht, man kann auch schon schlafen gehen. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, wie spät es ist. So, wenn ich die Wand hier noch wegmache... wir haben eigentlich genug Stein. Ja, wartet mal. Ich werde das jetzt hier noch schnell zu Ende bauen. So, wir haben natürlich hier noch Eisen. Das brauche ich natürlich schnell ab. Da ist noch mehr, aber das brauchen wir jetzt im Grunde genommen nicht. So, dann können wir mich das Holz entfernen und dann sieht mich auch keiner mehr. Ist ja auch egal, wie das eigentlich aussieht. Ist ja auch nur, dass wir hier unten eben halt unseren Schlaf nachholen können. Und für mehr soll das sowieso nicht da sein. Wir müssen ja jetzt hier keinen besonders schönen Lebensabend haben oder sowas. Ja, irgendwie, mir gefällt es immer noch nicht. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch egal, wie das hier aussieht. Ich wollte natürlich mit Holz auskleiden, aber irgendwie hat das alles nicht so funktioniert. Und da wir auch nicht so viel Holz hatten, wie ich eigentlich angenommen habe, naja, muss das eben so gemacht werden.
Oh, das ist schon ziemlich dunkel. Ich habe gerade rüber geguckt zu meinem Computerbildschirm. Aber so sollte es eigentlich gehen. Na, nein. So, dann ist jetzt unsere Minenhütte fertig. Ich werde jetzt die Sachen hier weglegen, die wir nicht brauchen. Die weiße Wolle brauchen wir nicht. Ein Eichensetzling brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. So, dann hätten wir das nämlich schon mal geschafft. Ja, natürlich, es sieht noch nicht ganz so gut aus, wie es vielleicht sein könnte. Aber was soll's. Hier wollen wir uns ja auch nur aufhalten, wenn wir was gesammelt haben. Bogenschütze. Wartet mal, ich werde das hier nochmal wegmachen. Und es soll natürlich auch so leicht auffallen, wenn wir hier langlaufen. Warum ist denn hier eigentlich eine Spinne? So, die hätten wir auch erledigt. Ich bin jetzt schon bei fast 17 Minuten. Und wir werden jetzt erstmal das Getreide ernten. Ich weiß leider nicht, sagt schon, was wir jetzt in dieser Folge noch großartig machen können. Denn unsere Minenhütte ist ja jetzt fertig. Ich weiß, da fehlen noch so ein bisschen ein paar feinschliffige Sachen, aber egal. Man muss ja nicht alles perfekt machen. Es soll ja nur seinen Zweck erfüllen und das tut es ja jetzt auch. Achso, ich habe übrigens an meiner Hütte hier auch so ein bisschen was getan. Und zwar habe ich das erweitert und natürlich auch mit einem Holzzaun hier ausgekleidet. Also etwas verbreitert um eine an der Seite jeweils. Das reicht noch nicht. Also man sieht, es dauert noch, bis es hier gewachsen ist, aber egal. Wir werden uns jetzt erstmal in die Hütte begeben und ich werde mal nochmal was weglegen. So, wir haben noch Eisen. Den Amboss haben wir auch. Ich wollte jetzt mal euch zeigen, wie man Sachen repariert, falls ihr das nicht wissen solltet. Habe ich hier noch ein paar Bögen drin irgendwo rumliegen? Ja, Pfeile haben wir auch genug. So. Dann werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das so funktioniert, falls ihr das nicht kennen solltet. Wir gehen jetzt da rüber. So. Wir legen jetzt, ja, das weiß ich selber, ich wollte das hier, genau. So, wir haben jetzt hier einen Bogen und einen zweiten und man sieht ja, es wird dann so gesehen verzaubert. Und dann reparieren, benennen. Wie soll ich den benennen? B plus 1. Nee, obwohl. Keine Ahnung. BGH. Ganz einfach. Da. Und nun können wir das. Ah, okay. Wir haben jetzt natürlich eine Zauberwaffe. Und können jetzt natürlich auch auf... Oh, geil. Kann es sein, dass es brennt? Geil. Wenn ich... Dann könnte ich auch meine Rüstung und alles reparieren. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee im Grunde genommen. Warte mal, ich werde jetzt erstmal die Steinspitzhacke mit der Eisenhacke reparieren und dann mal gucken, was dann passiert. Ich habe das, wie gesagt, noch nie ausprobiert, deswegen kann ich euch nicht sagen, was daraus entsteht. Aber ich muss das dann bestimmt wieder umbenennen. Das geht nicht. Das geht wahrscheinlich nur mit Waffen, ne? Habe ich noch ein Eisenschwert? Und wenn nicht, können wir noch schnell ins machen. Genau, ich mache jetzt ein Eisenschwert und dann würde ich mal sagen,
gucken wir uns mal an, was wir da noch so machen können. Nee, das war da. Achso, wir haben aber noch Fleisch. Könnt ihr noch mitnehmen? So. Wir werden ein Eisenschwert fertigen. Aber da fehlt uns das Holz. Ach, ey, super. So, und jetzt nochmal. Da machen wir uns gleich mal drei Stück von. Denn ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. Die müssten eigentlich auch magisch werden. Oder die Waffen. Kali. Buh, ob es jetzt richtig geschrieben ist, ist mir eigentlich egal. So, wir haben also jetzt ein. Oh, wir haben plus 6 Angriffsschaden. Geil. Aber das werde ich jetzt nicht einsetzen. Das heißt also, ich werde diese magischen Waffen wieder zurücklegen. Denn die benutzen wir nur im Notfall. Und ich würde auch sagen, ich beende jetzt gleich die Folge. BGH und Excalibur, wie ihr seht. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die haben zwar auch 6 Angriffsschaden. Ich kann die nur umbenennen oder wie oder was. Egal. So, wir haben natürlich einen Bogen. Den nehmen wir auch nächstes Mal mit. Wir müssen ja nicht jedem Bogen einen Namen geben. Aber ihr habt gesehen, wie das jetzt hier funktioniert. Ich würde mal sagen, ich beende, wie gesagt, den Part hier, denn ja, er ist ja schon 22 Minuten lang. Nun gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Wahrscheinlich erst nach dem Urlaub. Vielleicht kommt auch noch morgen, also am Dienstag, noch eine Folge. Ich werde es mal abwarten. Und ich möchte euch darauf hinweisen, mein Infovideo zu gucken. Denn da werde ich noch mal ein paar Fragen aufklären. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Ich möchte natürlich auch, dass ihr weiterhin mich so gut ja, unterstützt. Und natürlich mir ein Abo dalasst, mir etwas schreibt oder meine Videos teilt. Das lasse ich aber euch über, also das überlasse ich euch so. Und wir sehen uns, wie gesagt, zum nächsten Mal. Bis denn und tschüss.